Sehr verehrter Bundesvorstand, sehr verehrte Delegierte, liebe Mitstreiter, der Landesverband Rheinland-Pfalz, wie wir alle, haben ein turbulentes Jahr hinter uns. In diesem Jahr haben wir mit dem denkwürdigen Bundesparteitag im Januar den schwachen Versuch eines egozentrischen, Möchtegern-Patriarchen erlebt, sich unserer Partei zu bemächtigen. Aber auch mit dem Showdown in Essen und der krachenden Niederlage die Wiedergeburt einer bürgerlich-konservativen Partei in Deutschland erzwungen, liebe Freunde. Damit haben wir uns einerseits befreit von den Ankerketten der Bevormundung, sind aber gleichzeitig auch in schwere See geraten. Auch in Rheinland-Pfalz weht uns der Sturm der Antidemokraten, wie bei unserer Demonstration am letzten Wochenende in Mainz erfahren, mit steigender Intensität ins Gesicht. Doch das wird uns nicht beirren. Denn wir haben mit großer Anstrengungsbereitschaft eine Mannschaft aufgestellt, und so lieber Paul, die ich meine Maritime, die vom Steuermann bis zum jüngsten Matrosen hochmotiviert, den Hafen, der da Landtag heißt, unter vollen Segeln und mit klarem Blick voraus entgegenstürmt. Rheinland-Pfalz ist für die Entscheidungsschlacht im neuen Jahr gut aufgestellt. In nur 5 Monaten haben wir unsere Strukturen vollständig regeneriert, haben einen leistungsstarken Vorstand geschaffen, eine blitzsaubere Landesliste aufgestellt und unser hervorragendes Wahlprogramm in annähernd 100 Infoständen und Veranstaltungen, teils auch gegen massiven Widerstand, an die Bürger verteilt. Täglich heuern, um bei der Marine zu bleiben, heuern 3 bis 5 neue Mitglieder auf dem immer schneller werdenden Schiff Rheinland-Pfalz an, um bei der rasenden Reise, rasanten Reise dabei zu sein. Unsere Umfrageergebnisse sind in diesen 5 Monaten von 3 über 5 auf nunmehr 7% auf der nach oben offenen Wählergunstskala gestiegen. Es muss uns aber auch klar sein, dass uns jedes Abweichen von der programmatischen Zielvorstellung auf einen Schlingerkurs führt, der das Erreichen des sicheren Hafens, um dabei zu bleiben, erschweren kann und unsere historische Chance, ja, unsere historische Verpflichtung gefährden kann. Mehr und mehr merken die Bürger, dass sie von der unerträglichen Symbiose zwischen schwarz-rot-grünem Politikversagen und, ja, ich sage das auch, öffentlich-rechtlicher Schönfärberei belogen und betrogen werden und letztlich selbst auf der Strecke bleiben werden. Widerstand, liebe Freunde, wächst den etablierten Parteien zusehends über den Kopf. Darum schlagen sie hysterisch und wahllos mit der Nazi-Keule um sich und treffen in ihrer moralisierenden Eifer bisweilen die eigenen Leute. Mein Mitleid hält sich da in Grenzen. Die propagandistische Hetze der Rot-Grünen, und jetzt verwende ich einen Begriff, den die Grünen für uns verwendet haben, Mischpoke, wird sich im selben Maße abnutzen, wie wir klar und unbeirrt auf der Grundlage unserer Leitlinien und unserer bürgerlich-konservativen Wahlprogramme auch in schwerer See Kurs halten. Gelassen, seriös, freundlich im Umgang, aber hart in der Sache und mit unserem Mut zur Wahrheit werden wir gewinnen, liebe Freunde. Rheinland-Pfalz steht jetzt mit Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg an vorderster Front, ist gut gerüstet und hochmotiviert. Im Gegensatz zum traumtänzerischen Glaubensbekenntnis der Kanzlerin, die keine ist, weiß ich, wir schaffen das. Liebe Freunde, bleiben wir das, was wir sind und immer waren. Konservative Bürger, die ihr Land lieben, das Recht und die Freiheit schützen und das Wohl des eigenen Volkes mehren wollen. Kämpfen wir für uns, aber kämpfen wir vor allem für unsere Kinder, denn sie sind die Zukunft, liebe Freunde. Ich wünsche diesem Parteitag die Disziplin und Sorgfalt, die erforderlich ist, und unserem Präsidium
die Gelassenheit und den ungetrübten Sachverstand sowie eine sichere Hand in der Erfüllung seiner Aufgabe. Herzlichen Dank.